Solltet ihr einen guten Baselink für mich haben, dann kommt in mein Discord. Dort gibt es eine Rubrik. Ich schau mal gerade, wie sie denn eigentlich heißt. Wie heißt die eigentlich? Base Layouts. Und postet mir doch da bitte einen kleinen Link rein. Oder auch für andere Rathausstufen oder Bilderholzstufen. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, einige haben ihr Tagdorf vergessen. Jetzt, viele sind im Nachtdorf-Hype, ja, aber einige haben scheinbar dabei ihr Tagdorf vergessen, also richtig mal vergessen. Komme ich aber gleich zu. Ich hoffe, die Bugs etc. sind jetzt weg. Es gab ja noch mal ein oder zwei Wartungen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gab eine längere Wartung gestern Abend noch mal. Und davor gab es nur Spielverschlimmbesserung oder sowas. Wo das Spiel dann nur einmal kurz aufging, wieder zuging, wieder aufging und man konnte was tun. Aber es soll ja jetzt angeblich die Gegnersuche da sein, es sollen die Clouds da sein und noch einige andere Bugfixes behoben worden sein. Allerdings sind ein paar Leute zu spät aufgestanden, aber ich will jetzt erstmal hier schieben. Ich würde erstmal schieben und hier so ein bisschen aufräumen. Ich mache eigentlich nie so wirklich viel weg. Ich habe gesehen, dass die Olle Statue jetzt hier auch in dem Dorf ist. Oh, ist da immer so ein Tropfen, toll. Ich will da immer das Gras abbauen. Also für die, die es nicht wissen, das Gras wächst immer um die Statue. Und die Statue habe ich jetzt meine Schaufel gegönnt. Dann kann man nämlich so ein bisschen das Gras wachsen lassen. Okay. Ich denke mal, die Reihe hier hinten, die lassen wir mal. Den Baum nehmen wir auch noch mit weg. Den nehmen wir noch mit weg. Und das reicht mir eigentlich. Damit müsste man eigentlich jetzt Platz genug haben, um eine Base zu bauen. Gehen wir mal hier oben in die Second Stage rein. Hier sind schon mehrere Sachen, die man so abbauen kann. Steine wachsen nicht nach, ne? Steine wachsen nicht nach. Okay. Ja. Bauarbeiter ist beschäftigt. Ich bin jetzt auch wirklich froh, dass alle Bauarbeiter oder dass ich jetzt überhaupt mal wieder einen Bauarbeiter fertig habe, denn der X-Bogen ist gestern noch fertig geworden hier. Na, da wollte ich gar nicht klicken. Und dann müssen wir erstmal den Unrat hier in der Base so ein bisschen bereinigen. Da muss man auch ein bisschen genauer hingucken. Wenn man das nicht möchte, kann man natürlich auch in das Menü reingehen, in das Bilder-Menü und kann dort ein bisschen was machen. Eigentlich möchte ich nur einen Bilder losschicken, weil hier gibt es auch reichlich Mauern zu machen. So, ich baue das mal eben ab, dass wir hier dann auch mal eine Base bauen können. Aber ich glaube, ich muss hier oben so ein bisschen mehr abbauen, ne? Wurzel, Wurzel. Ja, ist natürlich jetzt sehr langweilig für euch. Ja, ich weiß. Machen wir eben mal die paar Steine weg hier. Die am Rand können wir ruhig lassen. Da ist noch einer. Was ist das? Auch ein Stein. Kleine Wurzel. Die machen wir noch weg hier. Kleine Wurzel. Die beiden Wurzeln da oben lassen wir mal stehen. Die sind schick. Ist das eigentlich was da? Nee, das ist nichts. Okay. Ich gehe mal eben rein. Aktive Basis. Layout bearbeiten. Und da kann man jetzt aber nicht nach da oben gehen. Wie kann man denn eigentlich die zweite Basis hier? Ach doch, das ist ja da oben. Okay, Mauern anzeigen, dann sehen wir das noch ein bisschen besser, was hier noch so an Unrat in und um der Base ist. Aber so kann man jetzt schon mal eine Base bauen, denke ich mal. So kann man eine Base bauen. Gehen wir hier mal runter, Mauern anzeigen. Und hier sieht das jetzt eigentlich auch ganz hübsch aus. Ja, so sieht das ganz hübsch aus hier. So können wir auf jeden Fall eine Base bauen. Und können jetzt auch so ein bisschen mehr machen. Einige haben das auch nicht verstanden hier, dass das Angriffslog sich nicht mit dem widerspiegelt, was das Defense Log ist, Leute. Das ist tatsächlich so. Denn Folgendes ist ja jetzt nicht mehr.
Oh, jetzt habe ich euch das Mikro gerade mal leise gemacht. Wenn ihr im Nachtdorf angreift, dann greift euch ja nicht der gleiche an, den ihr gerade angreift, sondern wenn ihr online seid, werdet ihr angegriffen. Natürlich verliert man dabei unter Umständen etwas mehr Pokale. Genau habe ich das auch noch nicht verstanden, wie das ganze System hier funktioniert. Letztendlich ist es aber, glaube ich, so, dass sich das so ein bisschen die Waage hält. Ich meine, einige haben mir geschrieben, ja, ich verliere ohne Ende Pokale, auch wenn ich gar nicht angreife gerade. Ich glaube, das ist nicht so. Ich kann mich jetzt nur gerade nicht entscheiden, was ich hier eigentlich weiter bauen will. Ob wir die Lager erst hochprügeln, um da oben noch ein bisschen mehr reinzukriegen. Ich glaube, das ist recht sinnvoll. Ne? Aber ich würde ganz gerne, wenn ich schon mal einen Bauarbeiter frei habe, einen Hammer nutzen. Und zwar für die Kaserne. Wo ist denn die Kaserne? Da ist meine Kaserne. Okay, die verbessern wir erstmal. 4 Tage. Ab dafür. Dann haben wir nämlich die neue Truppe freigeschaltet. Leveln kann ich sie noch nicht, weil mein Labor immer noch nicht fertig ist, Leute. Und es gibt jetzt auch im Moment nichts, wo ich überhaupt noch Tränke herbekommen kann. Also ist es alles ausgetrunken. Aber ich habe jetzt die neue Truppe und der ist schon auf 17. Okay, ich hatte jetzt ein bisschen Sorge, dass wir den von 1 hochleveln müssen. Müssen wir aber gar nicht. Wir haben die Truppe auf jeden Fall. Dann können wir die auch mal equippen, würde ich sagen. Machen wir das mal so und nehmen den mal mit. Nehmen den auch hier mal mit. Mal sehen, ob das ja, so halbwegs funzt. Würde ich aber ganz gerne machen. Jetzt würde ich aber ganz gerne auch ein bisschen Gold ausgeben. Ich frage mich jetzt nur gerade, für was. Vieles kostet hier leider Elex. Für was kann man hier sinnvoll ausgeben? Für den Urmturm. Wenn man den verbessert, dann hat er nochmal 2 Minuten dabei, die Schubdauer. Boah, okay. Ja, ich glaube, den schmeiße ich danach mal an. Und kann man hier eigentlich auch so eine ganze Mauerreihe machen? Ja, 28 Stück kostet das. Ich würde gerne mal 2 Mauern eben machen. Dann habe ich ein bisschen Gold frei. Dann haben wir hier schon mal die Ecken hier mit den Ventilen fertig. Und dann gehen wir kurz mal rein hier. Eben mal suchen. Zack. Da sind wir und jetzt finden wir auch sehr schön und einige haben schon ganz starke Bases hier. Einige haben schon ganz starke Bases. Okay, dann nehmen wir hier mal die Kampfmaschine rein. Nehmen hier. So, die lassen wir eben mal springen. Die kann schon wieder nicht weiter, da die Maschine, okay. So, wo ist mein Bomber? Ja, ich zünde die mal, aber die ist ja ziemlich voll jetzt gerade. So wie ich das sehe, aber sieht sehr, sehr gut aus. Noch sieht sehr, sehr gut aus. Oh, wir haben den Bomber verloren, okay. Wir haben den Bomber verloren und wir verlieren hoffentlich nicht unsere Kampfmaschine. Wir haben die Kanone noch dahinter. Oh, wir verlieren die Kampfmaschine. Ah, okay. Ja, ich habe jetzt aber auch bei den Verteidigungen schon gesehen, dass einige nur noch mit einer Truppe dann rumkrebsen. Jetzt habe ich die Kanone auch noch verloren. Okay. Nachtdorf müssen wir ein bisschen üben, Leute. Aber wir gehen jetzt gleich auch ins Tagdorf. Wir gehen gleich auch ein bisschen kurz mal ins Tagdorf rein. Damit wir wenigstens mal ein bisschen Clash of Clans sehen. Also ihr habt euer Tagdorf genauso vergessen, wie ich mein Tagdorf vergessen habe. Ich habe nämlich auch nur 2 Legendenangriffe gemacht und habe mir eigentlich hier Gedanken um das Nachtdorf gemacht. Ja, schwierig. Jetzt kann ich zwar noch hoch, aber okay, 100% haben wir schon mal gepackt. Jetzt habe ich aber nur 3 Truppen. Warum habe ich jetzt eigentlich, das habe ich auch noch nicht verstanden, warum habe ich jetzt diese Kampfmaschine hier equipped, obwohl ich die gar nicht equipped habe? Leute, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Muss ich ehrlich mal so sagen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich meine, ich habe sie ja nicht ausgewählt oder als zweites ausgewählt, aber sie ist einfach da.
Ja, sie ist einfach da. Wir stürmen mal vor. Bömmchen da und ein paar Prozent haben wir noch geholt. Aber sie ist einfach da und ich habe sie nicht ausgewählt. Das habe ich noch nicht verstanden, Leute. Ich muss vielleicht nochmal nachlesen, was es da mit auf sich hat. Und jetzt haben wir aber schon mal 3 Sterne gemacht. Ja, hier sind wir jetzt pickepacke voll. Ich kann noch nicht sammeln. Ich würde ja wirklich ganz gerne als erstes entweder die Lager hochprügeln oder aber, das kostet 2,6 hier, oder aber ganz gern was leveln. Ich weiß es auch selber. Weiß es auch selber im Moment nicht, was wir hier noch machen müssten. Wir haben den X-Bogen, wir haben die heilende Hütte. Wir haben hier vielleicht nicht. Okay, das sieht noch ganz gut aus, aber sieht denn doch nicht mehr so gut aus. Ich glaube, den nehmen wir mal ein bisschen nach da. Und dann haben wir hier ein bisschen Platz. Also ich brauche dringend eine neue. Ich brauche dringend eine Base, Leute. Wir haben irgendwie überall Löcher in der Base, ne? Kann das sein? Wir haben irgendwie überall Löcher in der Base. Ja, aber das. Vielleicht sieht es auch nur so aus. Okay. Aber der Weg ist weit. Dann gehen wir mal ins Tagdorf. Wir wollten ja auch ein bisschen Tagdorf machen. Also einige haben Tagdorf vergessen. Tatsächlich gibt es 3 Leute hier, nicht namentlich benannt, die nicht angegriffen haben. Was mich sehr, sehr ärgert, muss ich sagen. Was willst du machen? 2 schöne Angriffe habe ich trotzdem für euch hier im Tagdorf. Einmal den Allen hier, 13 auf 13. Sehr, sehr schön. Schöner Angriff. Und mit sehr cooler Taktik. Okay, jetzt bekommt man zwar nur die... Oh, er bekommt den gar nicht weg da unten. Warum hat er den da nicht wegbekommen, obwohl er genau drauf geblitzt hatte, ne? Naja, er ist angehittet. Ein Hit auf den Inferno da unten, der nicht ganz jetzt wegging. Und dann ist er auch Geschichte. Weil die Zauber waren ja eigentlich die gleichen, ne? Hat er doch nicht so wirklich genau getroffen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber okay. Ja, und die Sache mit den nicht umgestellten Bases, das war natürlich auch sehr, sehr ärgerlich. Ich hatte gestern in der Legende auch jemanden, der seine Showbase drin hatte. Ich meine, das waren dann 40 leicht verdiente Pokale, klar. Ich habe auch erst gedacht, wenn du jetzt auf die auch failst, dann kannst du Clash of Clans auch gleich ganz aufgeben. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe auf die Base 40 Sterne geholt. Oder 3 Sterne geholt, nicht 40 Sterne, 3 Sterne geholt. Und bin dementsprechend zwar gut in den Tag gestartet gestern, legendenmäßig, aber habe dann auch stark nachgelassen, denn es gibt im Moment viele, viele Baustellen, auf denen ich hocke. Mein kleiner Free-to-Play-Spieler, mein neuer Account, der angeblich in Legende gehen soll, oh, da tue ich mich richtig schwer mit. Aber ich werde auch mal wieder dazu ein Video machen. Da trete ich die ganze Zeit auf der Stelle, schon seit Tagen. Schon seit Tagen trete ich da auf der Stelle und uns hat es aber auch erwischt hier, ganz klar, uns hatte es auch erwischt. Ich glaube, hat der Hunter war es, dann kann ich den Dreier hier auch zeigen. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst, was ich meine, Leute. Was willst du machen? Er hatte zwar gesagt, ich habe sie nochmal umgestellt. Oder er war zu spät, ich weiß es gar nicht. Aber einige haben, glaube ich, ihre Base umgestellt. Und einige haben geschrieben, ich habe zwar umgestellt, aber sie war trotzdem wieder verstellt. Ja, ist das wirklich so gewesen, Leute? Schreibt sie mal in die Kommentare. Oder nee, lass mal das Schreiben in die Kommentare sein. Das ist auch viel zu anstrengend. Ich sehe es ein. Was hat er denn hier eigentlich genommen? Mischmasch? Ah, ne, er hat eigentlich eine recht sinnvolle Armee genommen. Ich meine, okay, es gibt hier natürlich eine Flanke, die ist hart verteidigt. Und da hinten ist nicht mehr ganz so viel Verteidigung. Obwohl er die Verteidigung hier auch so ein bisschen aufgeteilt hat. Also ist zwar eine Showbase, aber die Verteidigung ist ein bisschen aufgeteilt in die jeweiligen Ecken. Also es ist jetzt nicht so, dass er die Verteidigung irgendwo auf einen Fleck hat und die anderen Gebäude auf einen anderen Fleck, sondern auch da oben zwischen den dicken Gebäuden ist ja
ein bisschen Verteidigung. Ne? Und der Adler schießt da oben auch ganz, 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 ganz munter und fröhlich die ganze Zeit. Hat nur 3 Erdbebenzauber. Ich bin mal gespannt, wofür er die nimmt. Ah, da hinten für den Monolithen schon mal anzuvisieren. Der lässt sich aber auch nicht davon abbringen, jetzt auf den Golem da oben zu gehen oder da unten zu gehen. Naja, dann ist es halt hier ein Durchmarsch. Aber ich hoffe, wie gesagt, Leute, ich hoffe, die Probleme sind jetzt vorbei. Wenn ihr noch Probleme habt, schreibt sie ruhig in die Kommentare rein. Dann kann man kann das weitergeben. Also wir haben im Supercell Discord eine Rubrik Bug Report. Und wenn ihr nach wie vor Bugs habt, am besten in Wort und Bild, dann können wir das dort posten. Also die Content-Kreatoren können dort posten. Leute von meiner Community haben noch ein kleines Problem. Könnt ihr dem nochmal nachgehen oder ist das vielleicht in Planung, dass das gefixt wird? Es kann ja auch sein, dass die neuen Bugs jetzt noch in Bearbeitung sind, aber noch nicht oder erst in der nächsten Maintenance gemacht werden. Denn so viel, zu viele Maintenance möchte Supercell natürlich auch nicht haben, weil man möchte die Community ja auch nicht ganz vergraulen, indem man nur noch jetzt Maintenance einschiebt. Dann fragt sich die Community auch, was habt ihr vorher eigentlich gemacht? Habt ihr nicht getestet? Habt ihr nicht alles ab? Jeden Worst Case kannst du natürlich auch nicht abchecken. Aber dennoch schön gewonnen hier. Ich meine, ich glaube, es ist unser vierter Sieg in Folge. Oh ja, wird jetzt gerade unheimlich hier. Aber wie gesagt, Leute, vergesst nicht, euer Tagdorf zu bespielen. Und nochmal aus dem Kampflog hier, ihr seht es hier, gegen den Mützig B habe ich auch 40 Pokale geholt, weil der hatte auch seine Showbase da. Und habe dann aber auch nicht mehr angegriffen, weil ich mehr Nachtdorf gemacht habe, Leute. Okay, ich bin jetzt im Überlegen, was ich überhaupt im Nachtdorf weitermache. Gucke mir vielleicht das ein oder andere Video nochmal an, wo es darum geht, was ist am sinnvollsten. Wir haben aber jetzt eigentlich alles da. Wir haben die neue Truppe, wir haben die neue Verteidigung. Unser Labor muss nur fertig werden, damit wir auch leveln können. Und wir müssen, glaube ich, nicht da rein, sondern ich glaube, wir können ja auch einen Helden hier machen. Ich meine, ich habe noch einen Hammer und ich habe auch noch ein Heldenbuch. Okay, ich habe auch noch ein Heldenbuch. Dann kann ich mir das Heldenbuch hier auch abholen. Und dann haben wir noch ein Heldenbuch. Alles klar? Okay, dann haben wir das. Na Leute, haben wir was geschafft. Ist doch auch nicht schlecht. Und wie viel haben wir hier eigentlich drin? Das war jetzt pickepacke voll, ne? Ach, nur 400.000. Okay, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, ne? Das ist ja mal nix. Okay, dann können wir hier doch ein bisschen spielen. Das mache ich aber nicht mehr mit euch. Bleibt bitte am Kanal dran. Vielen Dank, dass ihr euch diese Folge angetan habt. Also vergesst nicht euer Tagdorf. Spielt nicht so viel Nachtdorf, aber spielt trotzdem viel Nachtdorf. Weil man kann es ja jetzt, glaube ich, wieder spielen. Und dann sehen wir uns in weiteren Folgen. Wenn ihr der Meinung seid, das Video war für euch in Ordnung, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen. Und am Kanal dranbleiben. Danke. Clash on, euer Toto. Clashed.